extrem schick finde. Es ist ein Eisplanet. Sieht richtig fein aus, das Teil. Und ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich brauche hauptsächlich das hier. Kurizagen. Natürlich brauche ich auch Rikugen, aber das, ja, da habe ich jetzt keine Ahnung. Also das scheint noch etwas in weiter Ferne zu sein. Das ist zurzeit erstmal das Kurizagen. Und ja, das sollte sich hier irgendwo befinden. Wo auch immer. Bin ich irgendwie noch nicht sehr gut gerüstet. Da muss ich mal gucken, ob ich da nicht auch mal was finde. Also mein Inventar ist ganz schön unaufgeräumt, aber ich habe es erst relativ spät herausgefunden, dass man natürlich alles, was man hier baut, an Zusatzgeschichten, also das heißt den Gefahrengutschutzhandschuh, die Sigma-Verstärkung und so hier, was ich hier auch habe, dass das alles hinterher nicht mehr umzuräumen ist, sondern da, wo es jetzt drinne liegt, da liegt es nun mal auch drinne. Da kann ich nichts mehr machen und dann ist das natürlich ein bisschen beschissen. Ja, dann liegt das so zwischendurch. Ich kann das hier auch nicht besonders gut dann sortieren. Das habe ich irgendwie verpasst. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Muss ich beim nächsten Mal ein bisschen drauf achten. Ich überlege gerade, kann ich jetzt eine Warp-Zelle bauen? Weil dann. Was fehlt mir denn? Antimaterie. Und für Antimaterie fehlt mir Iridium. Echt jetzt? Habe ich kein Iridium? Ich alles. Ach, habe ich alles verkauft gehabt, ne? Naja, ist egal. Okay. Sieht ja ganz cool aus. Was haben wir denn da? Na gut, aber da hinten ist ja Iridium. Mein Raumschiff ist da unten. Raumschiff. Ach, das war dein. Da. So, Iridium ist da. Gut, da gehe ich jetzt mal hin. Dann baue ich das noch schnell ab, denn dann kann ich. Dann kann ich da noch die Warp-Zelle bauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann habe ich die Antimaterie nicht verschwendet, sondern dann habe ich die noch. Was Neues? Nein, das hatte ich schon. Plutonium ist immer gut. Das war doch Neues. Ist ja lustig. Hier hängen sie jetzt alle zusammen. Den hatte ich schon. Okay. Ist hier nicht irgendwo noch Zink? Nee. Da ist noch Thamium. Da hinten ist noch was zum Pflücken. Mal gucken, was das dann sein könnte.
trotzdem hier herstellen? Ich glaube schon. Ne? So, Antimaterie und Warpzelle. Kommt jetzt in meinen Hyperantrieb. Ich habe noch eine Suspensionsflüssigkeit. Klicke hier manchmal. Aber so ist es. Ist ja nicht weiter schlimm, solange alles funktioniert. Und das tut es ja. Kann man damit, oder kann ich damit leben? So, jetzt hatte ich ja irgendwo hier, da war es, genau. Da wollte ich mal gucken, was das sein soll. Hier ist Tamium. Hallo? Ah, jetzt. So, was ist das? Da ist es, das Kurizergen, was auch immer. Sehr schön. Hatte der hier auch Gold oder irgendwas? Irgendwas richtig Geiles noch? Bin ja geneigt dazu, hieraus meinen Heimatplaneten zu machen. Der gefällt mir ja so gut. Mein neuen. Ich liebe es, ne? Diese roten Blätter und der weißgrünliche Schnee, dieser Schimmer und so. Also das ist schon... eine Basis, ne? Ach ne, da ist ein Observatorium. Was war das? Das ist die Absprungkapsel, da war ich. Und mein Raumschiff ist 42 Minuten entfernt. Eine fancy Laube, aber der Ausblick hier ist immer nicht so der beste, ne? Was haben wir denn da? Da ist doch so ein Batzen. Das könnte Gold sein, ne? Ding, das
dass der da gleich gelandet ist. Ich dachte, der braucht da ein bisschen und fliegt noch weiter. Aber Plutonium, das nehmen wir mit. So. Hallo, Zuschauer. Ja, wer jetzt gerade dazu gekommen ist, ich bin gerade auf der Suche nach Zeugs, habe ich geschrieben, aber es ist hauptsächlich Kurizergen oder so. Glaube ich, habe das jetzt, weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, Tatsache, hier ist ein Goldbatzen. Und auf dem Planeten, ich habe mich ja auch gerade etwas verliebt in den Planeten, bin jetzt auf der Suche nach dem Kurizergen und gleichzeitig erforsche ich den Planeten ein bisschen, was hier so los ist. Und ja, ich überlege auch, ob ich den hier nicht sogar zu meinem neuen Heimatplaneten gestalten werde. Allerdings wäre dann wichtig, dass ich noch mir einen Kälteschutz für meinen Anzug bräuchte ich noch irgendwie Material dafür. Beziehungsweise so eine Sigma oder Tau Upgrade. Denn der Planet ist nicht ganz ohne, was das betrifft hier. So arschkalt wie er ist, so schön ist er auch. Das Gute ist, bis jetzt habe ich ja auch noch keinen Sturm erlebt. Natürlich immer nur ein bisschen ätzend, wenn man jetzt eine ganze Basisstation dann umtransportiert. Ich weiß es nicht, ich habe es einmal schon gemacht, aber da war meine vorhergehende Basis auch nicht besonders ausgebaut. Inwiefern dann komplett alles wieder neu aufgebaut werden muss. Ich weiß jetzt nicht, wie das da mit den Ressourcen ist, die man da reingesteckt hat. Es gibt ja am Anfang, wenn man in so eine Basis da reinkommt, gibt es ja da immer so ein Ressourcen. Keine Ahnung, so eine, wie so eine Art Terminal mit Ressourcenkram. Wächter vorbei. Jedenfalls hört es sich gerade so an. Die wollen anscheinend mal wissen, was ich hier betreibe. Nee, nix. Gut.
ordentlicher Batzen hier, ne? Meine Fresse. Da wäre es natürlich jetzt nicht schlecht, eine Karre zu haben. Plutonium. Das wird erstmal ausgelagert. Im Raumschiff kann ich ja schön stapeln. Ich glaube 500, ne? Das bedeutet jetzt kann ich weitermachen. Schutz. Denn da eigentlich? Der meditiert. Bisschen und dann bin ich aber auch fertig hier mit dem Goldbatzen, das reicht dann. Ich bin
bin ja immer unermüdlich, solange mir da nicht gesagt wird, hier Inventar voll, da bin ich dann, ja, ein bisschen zwanghaft. Es soll so gut wie alles abgebaut sein. Obwohl das Witzige ist, ne, wenn man jetzt diese ganz kleinen Viertelchen auch noch abbauen will, hier, das, was hier so drin hängt. Ich sag mal, die größeren Brocken, das zählt er ja noch, aber es gibt auch so kleinere Geschichten. Das nimmt der dann ja gar nicht mehr wahr, ne? Also da wird ja gar nichts mehr aufgenommen dann oder gesammelt. Naja, ist egal. Also ich habe jetzt festgestellt für mich, wer das vielleicht auch schon festgestellt hat für sich, kann mir das mal gerne sagen. Das Emeril ist ja eigentlich, das gibt es ja auch noch, ist eigentlich mehr wert als Gold. Nur wenn man Gold abbaut, habe ich immer das Gefühl, da kommen viel größere Mengen zusammen als beim Emeril, obwohl man ja eigentlich auch manchmal beim Emeril gar nicht keine kleinen Gruben hat oder wenig Vorkommen oder so. Aber ich finde, beim Gold ist dann insgesamt die Masse immer noch ein bisschen mehr, wodurch ich glaube, dass man doch mit Gold wieder mehr Geld dann machen kann. Alter, lande doch mal da drinne. Oder so. Hätte ich eigentlich gar nicht fliegen brauchen, ne? Ups. Scheiße. Muss ich ja wieder rauf. Naja. Speichern. Na, was darf ich zahlen? 230.000. Naja. Ich habe gerade so viel Gold abgebaut. Da kann ich mir das leisten. Das ist nicht das Ding. Was haben wir denn da eigentlich? Das ist auch Antrium.
Okay, spannend. Physikalisch. Sehr spannend. Wo ist sie denn jetzt? Ist das das? War ich hier schon? Ach, das ist doch die, die ich entdeckt hatte, oder was? Schweinebacke, du. Warum war ich denn hier schon? Gut, ich glaube, ich fliege mal hoch in die Handelszentrale, holen wir noch einen dynamischen Resonator. Und dann muss ich mal gucken, ob ich meine Pläne verwirkliche, aus diesem Planeten mehr zu machen.
was die für Baupläne haben hier. Ein Toxindämpfer, Beflügelungsmembran. Kühlmittel brauche ich auch nicht. Toxi brauche ich auch nicht. Ausdauersteigerung, Teil brauche ich auch nicht. Ach, verflucht. Ist ja gar nichts. So, dann erstmal Gold verkaufen. Schildsplitter verkaufe ich jetzt auch, davon habe ich so viele. Ah ne, warte mal. Ah. Schiffsinventar, Inventar, Raumschiffinventar. Habe ich da auch noch Gold ausgelagert? Das behalte ich, aber ich kaufe mir dann jetzt noch den dynamischen Resonator. Nehmen wir ruhig mal zwei. Denn dann was brauche ich noch für meine galvanische Zelle? Ach ja, Antritum. Antrium. Antrium, Antrium, Antrium. Ja, das finde ich ja da unten auf dem Planeten auch. Ist noch irgendwas? Nicht noch meine Heilung, ne? Oder Schilder auf Maximum. Sehr schön. Na dann. Dann würde ich sagen, fliege ich wieder runter auf den Planeten, sammle noch ein bisschen Antrium und dann baue ich mir mal eine Station fürs Fahrzeug. Bam. Hatte der Tamerium. Was ist das? Station. Eine Station. Wo waren das? Hallo? Das war auf dem hier. Ja, der hat bewohnbare Basen. Das ist doch schön. Gold, Nickel, Iridium. Basis werde ich jetzt noch nicht aufsuchen, da ich jetzt erstmal mir sowieso ein Fahrzeug bauen will. Fahrzeugbucht. Das könnte ich nachher dann machen.
Alter, warum landest du nicht direkt dort an der... Geht doch. Die ist schon zerstört. Gut. Zumindest dann mal speichern. Und dann kann ich hier gleich Antrium sammeln. Abgesehen davon gibt es hier anscheinend auch noch Schöntamium und ja, nicht übel. Not bad. Nichts ist da. Ich habe nichts gefunden. Ja, ansonsten ist hier gar nichts, ne? Kann das sein? Hier noch was? Ist Plutonium, doch, da ist ja eine. Ja, das gibt dann Nanit. Würde ich mal sagen. Dann gehe ich jetzt hier hin, Antrium abbauen. Rein theoretisch Eisen könnte ich vielleicht auch noch gebrauchen. Leuchtet denn hier? Müsste auch noch ein bisschen Antrium da sein. Das war's schon. Ich glaube, ich brauche mindestens 50 für eine galvanische Zelle, ne? Also sollte ich mindestens 100. Die sollte man am besten nachts sammeln.
auf zur bewohnbaren Basis. Da werde ich mal ein bisschen den Winkel sammeln gleich noch. Okay, jetzt habe ich meine bewohnbare Basis hier. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich da jetzt direkt einsteigen werde. Also mit das heißt, mir hier eine neue Basis einrichten werde, aber ich werde jetzt versuchen. Da war der Roamer Buch, da ist die Nomad und da ist der Koloss. Den Koloss nicht, aber den Roamer würde ich nehmen. Ich glaube, der wäre jetzt wirklich am praktischsten. Damit kann ich mich doch hier auf dem Planeten ganz gut fortbewegen und meine, da sehe ich es doch schon, Kyro-Dingsbums da suchen. Jede Menge. Hallo? Jo. Jo. Irgendwo ist hier ein Tierchen. Naja, ich höre es nur, ich sehe es nicht. Stelle ich hier mal ein Signal auf. Ein Signal, ein Signal.
alles, was ich brauche, ne? Das ist schon mit drinne alles. Jetzt ist immer die Frage, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt die ein paar Sachen einfach weghaue. Natürlich hier, ne? 14 Plätze, alles belegt mit sonst was. Habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5 Plätze halt so frei, aber irgendwie. Naja. Für mein Ziel reicht es ja jetzt.
ich denn jetzt eigentlich hier gesammelt? Ich brauchte 50 und ich habe bestimmt schon 50. Ja, haha, 127. Also bin ich gut dabei. Na gut, dann werde ich jetzt mal meine Basis zurückfliegen. Beziehungsweise hier oben in den Verkaufsstall.
gerade genießt, aber das habe ich mal kurz ausgeschaltet, ne? Das muss man ja nicht alles mitkriegen. Weiß ich bloß nicht mehr genau, wer das eigentlich haben wollte. Er war es nicht. Da oben glaube auch nicht. Number 5, mal gucken. Ah nee, der wollte das Rico gehen. Das Kupferdraht, das ich aber erst herstellen kann, wenn ich Rico gern habe. Alter, ich bin hier in meiner Bude. Dass da überhaupt Strahlungsschutz ist. Oder sein muss. Sein kann. Keine Ahnung. So. Davon mache ich mal kurz ein Bild, das sieht irgendwie cool aus, finde ich. Hallo! Alter, was ist mit dir los? Ach ja, ist noch der Kameramodus. Ha. So, dann warst du das hier, ne? Moin. Du kriegst jetzt dein Zeug. Da. Messerbeschleuniger. Naja. Ich könnte ja erstmal eine bisschen bessere Kanone hier brauchen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich, gleich wieder neu fragen, dann kriege ich einen neuen Auftrag. Ist ja nicht so, dass ich jetzt keine gute Knarre hätte, aber die hat einfach zu wenig Plätze, ne? Kann ich leider nicht sehr stark modifizieren. Zielsuchfunktion.
das war's schon. Gut, dann würde ich auch wieder sagen, ich gehe lieber mal ein bisschen handeln. Das war mein letztes, dann gehe ich jetzt mal dahin. Ah, wie spät haben wir es denn? 14:32, ja, da mache ich jetzt gleich Schluss. Schon wieder anderthalb Stunden gespielt. Das geht ganz schnell.
handle ich jetzt hier noch ein bisschen und das nächste Ziel wird sein, auf meinem Planeten einfach ein bisschen Geld zu farmen. Also das heißt, Gold abzubauen, da zu gucken und dann entsprechend vielleicht auch eine Handelsstation zu finden, wo ich eine andere Knarre noch kriege mit mehr Plätzen, die auch nicht allzu schlecht ist. Für den Bergbau, das wäre jetzt so meins, worauf ich noch Lust hätte. Mein Raumschiff ist ganz okay, könnte natürlich ein bisschen besser zum Fighten sein. Das wäre schon nicht schlecht, aber... Hallo, kann ich dich nicht ansprechen? Warum das denn? Was hat er denn? Zeug für meine Dings, für meine Knarre. Bringt mir nichts. Ich habe keinen Platz mehr. Naja, ist egal. So, was geht raus? Beutelgift geht raus. Gravitationsball geht raus. Dynamischer Resonator geht jetzt noch nicht raus. Das geht auch nicht raus. So, dann gucken wir mal nochmal ins Raumschiff. Ja, das Heridium, aber ich glaube, ich habe Heridium. Ach, ich blöd, Mann. Iridium habe ich doch im Exo-Anzug. Genau, das kann raus. Das lasse ich schön drinne. Gut, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier habe. Der dynamische Resonator, der geht erstmal ins Raumschiff. Das auch. Kohlenstoff bleibt hier. Geht aber runter. So. Kohlenstoff geht da rüber. Tritium geht da auch. Dahin. Zink geht da hoch. So, Raumschiff, was habe ich da noch? Plutonium, Eisen, das ist ja schon mal wichtig, das Platin, vielleicht verkaufe ich das Platin doch mal. Ich finde es ja auf dem Planeten doch recht häufig und zurzeit habe ich irgendwie nichts, wo ich das gebrauchen könnte. Okidoki. So, ach ja, Trophäum habe ich ja auch noch. Das
Das handle ich. Weg. Warum kann ich das nicht? Trophäum, wo ist denn das? Da! Finde ich auf meinem Planeten auch, wenn ich die noch brauche. Und dann heißt es. Eigentlich wieder zurück, weil das, was ich jetzt hier noch habe, das will ich auch behalten. Was kann ich denn hier alles noch bauen? Ich könnte hier die Impulsdüse Sigma. Impulsbooster-Energie. Oh! Aber Chrysonit. Weiß ich auch nicht, wo ich das herkriege. Müsste ich gucken. Und Nickel. Hochenergetische Strahlenmodifikation. Dann habe ich die noch. Inframesserbeschleuniger. Siehste, da brauche ich jetzt Platin. Er sagt, ich habe 100 Platin. Okay. Zyklotronballiste. Aha, ich habe noch einen Haufen Waffenmodifikationen. Also das heißt, Nickel wäre jetzt mal nicht schlecht. Also zurück zur Basis. So, als wenn er die Bäume da schon laden wollte. Nope. Sehr schön. Und jetzt geht die Reise gleich wieder weiter.
das ist echt. Das ist jetzt etwas, worauf ich wirklich Bock habe. Wie könnte ich die benennen? Ja. Aber da mache ich ein J davor, J, und dann. Ich glaube, da war auch Spondium. Ich kann die zwar umbenennen, aber das wird hier nicht berücksichtigt. Ist natürlich auch ein bisschen blöd dann. Gemäßtes 7, ja. Weil, das kann ich mir beim besten Willen natürlich nicht merken dann, wo ich da gelandet bin.
habe ich ja alles, was ich brauche gerade. Hier speichere ich. Und dann mache ich erstmal Schluss. Ja, mal gucken, ne? Dann sehen wir uns nachher vielleicht nochmal wieder, so in der Stunde, anderthalb. Mal gucken. Bis dann, Leute.